Moin Chefs und Chefinnen, wir sind immer noch hier und haben gleich mal Wrong Way genommen. Okay. Mitte oder außen? Wir nehmen außen. Und wir sind drinnen. Nice. Ein Pokémon. Dum, 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 dum. Ein Elektroball. Wollen wir mal schauen, ob wir den Penis kaputt kriegen? Und ich bin sicher gleich paralysiert. Jawohl, was will, was begehrt das Herz mehr als das? Kann sich nicht bewegen. Cannot move. Ich will aber fliehen. Ja, Flucht unmöglich. Danke, mach Finale. Danke für nix, blöder Scheißkopf. Die sind raffiniert. Blöde Scheißköppe, Mann. Der Alex wieder tot. Hat ein Nugget gefunden. Okay, jetzt haben wir die Qual der Wahl. Meisterball und das andere ist ein Elektroball. Dich lass ich hier versauern. Leb damit. Blöder Mann. So. Spuck. Spuck. Und wir können das Team Magma Versteck verlassen. Aber jetzt können wir den Alex wieder nach vorne nehmen. Ich wäre jetzt eigentlich dafür, bevor wir uns Richtung nächste Arena aufmachen, gehen wir jetzt erstmal schön hier. Nee, das. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach genau. Ja, doch, nee, ich bin richtig, sorry. War gerade kurze Zeit ein bisschen verwirrt, wo ich bin. Aber jetzt sind wir ja wieder auf dem Ausgang. Und ja. Sobald wir jetzt nämlich rausgehen. Entschuldigung, meine Nase läuft. Sind die Leute hier auch weg. Aber jetzt sind die nämlich ultimativ weg. Jetzt können wir auch hier durch die Bucht raus. Jetzt haben die sich nämlich mit den Wallmann hier weggepackt. Dum, dum, dum. Aber wir wollen uns natürlich jetzt erstmal aufheilen. Danke. Und kaufen uns im Einkaufszentrum noch ein paar Schutzeinheiten. Willkommen im Einkaufszentrum. Ach, Kacke. Die kaufen. Ja, nein, ich möchte keine Lotte erscheinen. Ich möchte einen Schutz haben. Das reicht schon völlig aus. Wir wollen einen Top-Trank dazu haben und das reicht mir auch schon völlig aus. Du, 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 du. Coole Musik. Nein, falsches gedrückt. So, wir wollen hier wieder weg. Ja, und ihr habt recht, hier in diesem Einkaufszentrum kann man auch Items erwerben. Also TMs meine ich, Items, genau. TMs, Donner, Hyperstrahl, glaube ich. Blizzard, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber hier auch noch Blizzard. Brauche ich alles nicht. Ist mir zu unpräzise zum Steuern. Wir machen uns jetzt auf, gehen 7. Arena. Und hier schön den Top-Schutz, den wir haben, den gleich einsetzen. Hier hat es nämlich auch wieder Trainer. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, komm Pokémon umzuspielen. Ja, da kommt so eine riesige Qualle, die dich mit ihrem Giftstachel tötet. Ja, dann spielen sie natürlich nur mit dir. Wenn man dann eine zerfetzte Leiche findet, oh, das kann schon mal passieren. Alex, schaffst du es gegen diesen Wahlkopf? Ich glaube schon. Können wir es mit denen aufnehmen? Wenn nicht, dann, ja, dann habe ich natürlich wieder zu hoch gepokert. Wusch, 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 wusch. Mann, bist du toll. Wird in weißen Nebel. Triff jetzt einfach.
mir egal, ob er in weißem Nebel oder im pigmentierten Nebel ist. Dieser Wal, der ist relativ stark. Okay, wir machen den Alex auf 36, dann ziehen wir alle anderen Chefs nach. Und dann, jo, gucken wir mal. Das Meer ist ja riesig, wo sind denn hier alle? Ja. Hallo! Sie ist auf einem Pokémon, anstatt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Ja, dann cool dir doch auch ein Wasser-Pokémon. Wäre ja nicht so, als könnten die alle... Schau mal, wie der da steht, Mann. Seiner swaggigen Okani-Vibe. Das hört sich schon so trocken an. Wenn man das direkt angreift, kriegt man ja durch die raue Haut Schaden. Seht ihr? Schwupp, raue Haut. Wenn es macht so Wischgeräusche. Wisch. Hört es mal an. Das hört sich schon richtig trocken an. So, noch einen Kampf, dann haben wir ein Loco. Ich kann doch nicht. Aber du weißt, dass dieser Fischkopf das auch erlernen kann. Surfer. Und ich glaube, die Weiterentwicklung dieses Tohaido, oder wie das heißt, dieser komische Hai. Warum ist hier ein Haus? Direkt auf der Insel hier. Moosbach City. Ich will aber hier noch ein bisschen fighten. Wo sind denn hier noch Trainer? Okay, wir haben aber das jetzt gefunden, also wird es uns auf der Map als gekennzeichnet als gefunden. Wollen hier Fight-Kämpfe machen. Das Schwimmen hat mich ermüdet. Willst du mit mir kämpfen? Als würde das einem nicht noch mehr ermüden, aber ihr wisst, was ich meine. Schwimme Emily, Liebeskuss. Das für ein komisches Vieh. Guckt euch das mal an. Richtig deformiertes Ding. Och nee. Hat sich verliebt in dieses unförmige Ding. Guckt euch das Vieh doch mal an. Wie kann man sich in sowas verlieben? Schwupp, schwupp, schwupp. Wow, ist das Ding stark. Um Gottes Willen. Ach, blöder Pille. Muss ich ihn wieder auswechseln, weil er sich da in so unförmige Vier verliebt. Streng dich an, Chetney. Du verliebst dich nicht, du bist der groß böse Krebs. Der verliebt sich nicht. Der böse, böse Krebs. Hau ihn mit einem Abschlag weg. Warum ist das Ding so fest, Mann? Mein Gott, ist das Ding stark, Mann. Abschlag. Schlag es einfach ab. Das hat er nicht anders verdient. Jawohl. Und jetzt erstaunet mein neues Pokémon. Nehme ich den Alex. Wuhu. Der Alex entwickelt sich. Dum, 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 Glückwunsch, dein Alex wurde zu Loco. Okay, heißt aber trotzdem, versucht Feuerfeger zu erlernen. Soll eine andere Attacke vergessen werden, aber hallo, nämlich Schnabel. Eine Scheißattacke. Und schwupp! Alex hat Schnabel vergessen und erlernt Feuerfeger. Danke. Dann machen wir das jetzt so. Nehmen wir den Levi nach vorne. Hey du da. Ahoi, ich bin ein raubeiniger Matrose. Ich habe die Weltmeere umsiegelt. Also aber schön, dass du ein raubeiniger Matrose bist. Sicher ein Wasser-Pokémon. Schau dich, wie der Kerl. Der lächelt so wie ein Wahnsinniger. Donnerblitz. Ruckzucki. Was soll er machen? Mach mir eh nichts. Zacker, zacker. Schubum. Schubum. Dead. Whee. Tot. Effektiv. Grrr. Da kann passieren, ne? Wird ein Maschok eingesetzt. Jo, da wechseln wir zum Dennis. Dennis! Der soll er mal regeln. Weil Kampf-Pokémon haben keine Chance gegen Flug-Pokémon. Das ist ein allgemeines Naturgesetz, das immer wieder nützt. Okay, fast tot. Überwurf.
zack, die Dinge. Das Ding ist auch übelst stark. Und Aeroas. Schwupp! Weil ich nämlich schneller bin. Und es gibt meistens noch einen Critical Hit. Und gibt extrem viele EP Points. Ein Qualmkopf noch zum Abschluss. Und come on! Dennis, müssen Levi noch auf 36 bringen. Dass ich hier zwei Entwicklungen in einem Part habe. Gibt da irgendwie wahnsinnig toll ich doch bin. Zacka, zacka. Schwurbum. Schwurbum. Und mich hat jemand in Skype angeschrieben. Ist aber sehr nett. Schwurbum. Hat er mich mit Säure bespritzt, der hässliche Kerl. Schwurbum. Schwurbum. Sag mal so. Wir haben jetzt lange uns an die Backview von Mundtier gewöhnt, aber ich kann euch, ich sage euch nur eins, das ist bald Geschichte. Mein Arm ist wieder eingepennt, suboptimal. Und Doppelkamp. Nehmen mal den Alex W noch nach vorne. Chefs. Jo, jo, jo. Ein Barblu und ein... Och nee, nicht ein Kamau. Okay. Alex W. muss schon mal ausgewechselt werden. Ja, muss er. Wen tun wir denn da rein? Oh, den Marco. War wieder... Ach, ist ja ein Boden-Pokémon. Ich bin ein Vollidiot. Ja, ja, das ist jetzt die Quittung, die ich dafür kriege, weil ich doof bin. Warum hat sie das eigentlich nicht zu einem Kramerup werden lassen? Ja, super. Mach Erholung, finde ich eine gute Idee. Aber der Vogelkopf hier und Steinwurf da drauf. Zacker! Schuddelbrumm! Whee! Und tot ist er. Sehr effektiv. Levi, Alex W, Marco. Möchtest jetzt unbedingt dieses Erholungszeug durchziehen, ne? Du weißt aber schon, dass du dann eingepennt bist, so Schlitzer und Psi-Welle. Zacker! Und er ist kaputt. Ja, geht schnell, ne, Jungs und Mädels, wenn die da so schlechte Teams machen. Okay, ich musste mich auch nicht gerade mit rumbekleckern. Hier unten ist einer. Dem legen wir uns noch an. Hey du, hey du! Oh, er hat das gleiche gedacht wie ich. Schau dir mal einen süßen Pokémon an. Bist ein Kerl, Junge. Was hat hier mit süß zu tun? Wie er da steht, ey. Da hat er einen Sieper, okay. Ja, oh, 36, 35 ist überhaupt gleichen Level wie ich. Zacker, zacker. Schwung. Ich hab's eine Zweifachschwäche auf Elektroattacken. Okay, reicht trotzdem. Oder soll ich zurück zur Arena gehen und mich dort noch prügeln? Ach komm, wir gehen zurück in die Arena, oder muss ich da eigentlich überhaupt rein? In die Höhle? Ich weiß gar nicht. Ich gehe aber trotzdem. Ich möchte eigentlich nicht, wenn ich da nicht rein muss, dann ist das ja kein Verlust. Ja, sicherlich. Wird mir zwar auf der Map angezeigt. Ach komm, das machen wir jetzt also noch. Da habe ich jetzt also definitiv keine Lust, mich da verarschen zu lassen. Och, habe ich keinen Schutz mehr? Dieser Möwenkopf, geh weg von mir. Haben wir es leider nicht geschafft mit der in einem zweiten Part, zwei Entwicklungen. Oh, den Sound hatten wir doch schon mal. Hatschatscha, das ist aber nicht nett. Wir haben jetzt, es hat zwar schon geklingelt, aber ich möchte unbedingt noch einen Kampf in der Arena machen. Den mache ich jetzt auch in Überzeit. Einfach nur mal um zu zeigen, was hier auf uns wartet. Nämlich
Psycho-Pokémon. Oh, verdammt. Genau. Hey du. Achtung, ich lasse meine Pokébälle durch Telekinese schweben. Woo! Oh, manchmal verhindert mir auch etwas an der Balance. Oh Mann, das ist richtig creepy. Ja, das ist eine Psycho-Arena. Die haben so Sachen wie Natus oder Xatus. Hast du nicht gesehen? Schlitzer, Schlitz. Sieht eine Attacke voraus. Okay. Das hilft dir aber auch nichts, wenn du tot bist. Kuckuck. Tot. Gute Nacht. Wird ein Girafarig eingesetzt. Den habe ich keine Angst. Ist der. Das ist voll creepy, dieses Vieh. Das hat an seinem. Wurde an seinem Schwanz einen Kopf. Er beschnüffelt mich. Ich will nicht beschnüffelt werden. Ja, wurde von Sea getroffen. Herzlichen Dank. So haben wir das auch hinter uns. Schlitz und tot, dieses Blut. Das Ding ist voll creepy, Mann. Doch, wir schaffen das noch mit in einem Part 2 Entwicklungen. Denn wir werden den Chef jetzt auch noch auf 36 bringen und dann geht's los. Schlitzer, zack, bumm. Der Kadabra hat nicht so eine riesige Verteidigung. Und Level 36. Nice. Besiegt Psychoxavia. Der Pokémon kämpft in Synchro. So, jetzt sehen wir noch zum Abschluss eine Entwicklung. Der Levi entwickelt sich. Dum, 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 dum. Ja, jetzt haben wir diese Schnarchnase hier. Wird zu einem Lethal King. Lethal King, ist ja egal. Angeberei zu erlernen. Ist das das? Ich muss mal schnell schauen, was das schon wieder für eine Attacke ist. Angeberei. Bewirken Gegner. Nö, wollen weiter. Jo! Das soll aber erstmal gewesen sein, Jungs und Mädels. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Rubin. Auf Wiedersehen.